müssen jetzt mal gucken, ob wir die irgendwie knacken können, die Kiste. Ich verstehe Ihre Bedenken, aber Sie müssen das Gebäude umgehend mit allen Mitarbeitern verlassen, ungeachtet Ihrer Bedenken hinsichtlich der Geheimhaltung von Informationen. Diese Leute sind Profis und wissen, was sie tun. Wenn sie uns evakuieren, hat das sicher einen Grund. Ich verstehe Ihre Bedenken, aber Sie müssen das Gebäude umgehen. Hab ich doch. Na, okay, gut. Warte mal hier. Das ist ja nur zum. Ups. Komm. 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 Zugriff gewährt. Das war knapp. So, pass mal auf, ich mach mal Folgendes. Haben wir Upgrade-Punkte? Mit Sicherheit. Drei sogar. Ich werde jetzt einen Upgrade-Punkt ins Hacken. Ah, nee, ist ein. Ah, ich brauche ja die Roboterkontrolle. Pass auf, das machen wir mal. Kostet mich jetzt zwei Punkte, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Müssen wir durch. Ach, das wird wahrscheinlich das hier sein. Durch Mauern durchrennen und so. Ich Idiot, vielleicht sollte ich erstmal die Sachen hier abschalten. Ne, hier nicht. Wo waren das? Doch hier, ne? Wie keine Verbindung zu Robotern. Ihr habt das extra gemacht? Oder muss ich die Kameras dafür anmachen? Na toll. Na okay, vielleicht für später. Oder ich muss, war ja ein Sicherungsterminal. Oder sind das hier die Terminals dann? Ist noch eine Kamera. Fahr gar nicht so weit. Du siehst mich nicht. Dreh um. Dreh um. Schleicher mit den elastischen Beinen. So. Noch ein Virus. Hallo. Angesichts des ziemlich hektischen Tagesgeschäfts verliert man leicht unseren eigentlichen Job aus den Augen. Deshalb nochmal zur Erinnerung. Meinungen und Emotionen können durch die Medien beeinflusst werden. Eine Menge hat die geistige Reife eines fünfjährigen Kindes. Es ist unsere Aufgabe, dieses Kind an der Hand zu nehmen und zu einem höheren Verständnis zu führen. Diesem Verständnis muss natürlich die richtige Intention zugrunde liegen. Sprache und sorgfältig gewählte Worte sind eine Form der Beeinflussung. Jeder kann die Welt erleben und seiner Meinung Ausdruck verleihen. Worte sind verdichtete Vorstellungen, das einzige Mittel, die Welt zu erklären. Das ist die Macht der Semiologie und Rhetorik. Kontrolle ist die Bereitstellung von Informationen. Wissen ist Macht. Heute basiert Wissen auf Informationen. Der kontrollierte Zugriff auf den Informationsfluss ist der Schlüssel zur Macht. Macht geht einher mit Verantwortung. Das ist alles etwas vereinfacht gesagt, aber es trifft den Kern.
Ja, es ist, glaube ich, Laschets Wahlunterlagen, genau. Hallo, Mr. Grenier, sollten Sie während der Abwesenheit von Mrs. Todd Zugang zur Waffenkammer benötigen? Hier sind die Daten. L. Todd, T. Tom. Ich will zur Waffenkammer. Da habe ich mir jetzt verdient. Ich glaube, das ist der Computer dazu. Schmerzmittel, okay. Guck mal hier. So, dann schalten wir das mal aus. Superb, superb. Und hier. Achso, den müssen wir wieder hacken, ja? Upsala. Upsala. Upsalupsa. Das, also. Du haben wir aber nicht gewettet. Shit. Ne, 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 ne. KI sage ich dazu nur. KI. So, hier müssen wir gar nicht hin. Das war nur ein Raum, um mal schnell. Ne, hier. Ah, nee, das ist der Raum, wo der Bot rausgekommen ist. Und wenn Alarm ist, dann fängt er natürlich an, nur noch Patrouille zu laufen. Deswegen kommt er da auch nicht mehr aus der Patrouille raus. Da ist noch irgendeine Kamera. Also tragen wäre natürlich ein bisschen cooler. Aber wir wollen ja mal nicht so sein. Jetzt wird's anstrengend. Okay, versuchen wir's. Zugriff verweigert. Shit. Schon wieder ein Bot. Unser Bot hat gerade noch ein bisschen mitgeholfen. Sichtkontakt bestätigt. Wo? Unter uns. Unter uns hat ein Sichtkontakt bestätigt. Okay, er kommt jetzt hoch. Aber der ist unser, den kriegen wir. Du, er, sie, es. Na, immerhin, ein paar Schuss haben wir.
Aber unter uns ist, glaube ich, die Kamera, oder? Was ich krass finde, ist, dass das Level sich ganz schön zieht derzeitig. Okay. Zugriff verweigert. Ach komm. Kann ich der Lahme nicht zurücksetzen? Nochmal ein PDA. Der neue Code für die Waffenkammer ist 1980. Sehr gut. 1980. 1980. Die Waffenkammer ist meine. 1980. Also, meiner. 1980. Was bist du hier? Ah, eine Schrotflinte, glaube ich. Ein Special Upgrade. Okay, dazu, für das Upgrade sollten wir erstmal das hier fallen lassen. Dann können wir das Upgrade nehmen. Und dann können wir das Upgrade... Nee. Benutzen, ausrüsten, nee. Das ist doch ein Kühlsystem. Okay, nein, falsche. So. Immer wieder. So, wir müssen irgendwie den einen Bot hier ausloten. Der ist gegen uns. Und hier ist irgendwo eine Kamera. Ich weiß, ach, hier ist die Kamera. Okay. Ui. Ach, oh, hier gibt es eine Pistole? Okay, jetzt brauchen wir Platz für eine Pistole. Dann haben wir wenigstens eine Pistole noch. Die Pistole braucht aber Platz. Braucht doch so viel Platz. Dann lassen wir das fallen. Ich werde wahrscheinlich das eh nie benutzen. So. So. Nee. Nee, das nicht. Hier, das. Das nicht, das da. So. Und das dahin. So. Puh. Was haben wir hier noch? Der sitzt mit dem Rücken zur Glasscheibe. Womit können wir das denn kombinieren? Mit einer Minenmatrix. Ah. Da können wir eine EMP-Falle draus bauen.
Ich will den eigentlich hacken hier, das Ding. Der lässt mich aber nicht. Ja, echt, Taschen, also, dass die immer so voll sein müssen. Das Schlimme ist, wir können den nicht... Ich bin nicht stark genug hier. Oh, ja, hallo? Zugriff gewährt. Puh. So. Jetzt haben wir das erstmal zurückgesetzt. Das ist aber bloß der Alarmmodus. Okay. Hilft uns aber nicht viel weiter, weil der ja unten immer noch rumfährt. Aber nicht mehr im Aggro-Modus. Da ist ja noch eine Kamera. Vermutlich ist da irgendwo ein Hintencomputer, der das noch steuert, hä? Der da zum Beispiel. Aber der macht mich doch sofort platt hier. Jetzt zum Beispiel. Ey, was ist denn das? Was war das? Oh! Hier war vermint. Puh, hier war vermint. Ich bin voll in die Pulle reingerannt. Na, wer ist da? Ach du Scheiße. Okay. Toll. Hast du super gemacht. Da nicht, da wollte ich hin. Vorbereiten. Könnte funktioniert haben. Ich mag die Waffe. Okay, da haben wir nicht genug Platz für. So, warte mal, wie geht das hier? So kommen wir nämlich in diese Räume rein. Ach komm, lass mich durch hier. Mist. Bum, 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 bum. BS Hopper Widget. Okay, kriegen wir hin. Die Rentenabrissbirne. Ja, ja, ja. So.
So, hallo Mr. Schupper. Bitte teilen Sie Mr. Corpo mit, dass wir seine Zugangsdaten gemäß der Sicherheitsvorschriften geändert haben. Dies ist ein Standardvorgang. Es besteht kein Grund zur Beunruhigung. P. Corpo und Spitfire. Mhm. Okay, das hatten wir. So, wir brauchen einen neuen Computer. Hier ist wieder was zum blutiger Schnee. Der Erlass des radikalen Pausenprogramms durch das kanadische Parlament im Jahre 2017 führte zu der laut Beobachtern größten Verschiebung militärischer Macht auf den nordamerikanischen Kontinent seit dem letzten Jahrhundert. In den nächsten 5 Jahren führte die schrittweise Befestigung der Grenzen und die Aufrüstung der militärischen Schlagkraft Kanadas als Reaktion auf den wirtschaftlichen Druck im südlichen Nachbarland dazu, dass praktisch das gesamte Land abgeschottet war. Dennoch wuchs der Strom von Zuwanderern aus den Vereinigten Staaten, die durch die Wirtschaftskrise ihr Zuhause verloren hatten, weiter an, bis die illegalen Immigranten oder Snowbags in den Städten entlang der Grenze schließlich zu einem massiven Problem wurden. Vor dem Hintergrund dieser politisch stark angespannten Lage kam es im Winter 2020 zu blutigen Auseinandersetzungen, als Einheiten der Royal Canadian Mounted Police eine größere Gruppe amerikanischer Wirtschaftsflüchtlinge mit Waffengewalt daran hinderten, die Grenze zwischen Montana und British Columbia in der Nähe der Stadt Roosevelt zu überschreiten. Boy, sind das aber lange Sätze. Oh, ein Block. Hier war aber gar nicht drin, wa? Ich hoffe, wir können irgendwann mal wieder was kaufen. Oh, wir müssen 2 Stellen wieder machen. Zugriff gewährt. Okay, die Kameras wären hier kaputt, also hätten wir hier kaputt machen können. Gut. Leute, die Akten über die Omega-Branch-Katastrophe sind in dem abgeschlossenen Büro. Der Code ist 0101. Okay, danke. Wodka. Das ist, glaube ich, ein Alarm, ja? Okay, technisch gesehen haben wir einen Vorsprung. So, hey Martin, wir haben ein Memo über das Laserreinigungsprojekt von SpaceNet gekriegt. Die wollen, dass wir weiter den Reinigungsaspekt betonen, weil sie fürchten, wenn sich zu viele Leute fragen, was das Ding macht, könnte die Frage nach dem Verwendungszweck aufkommen. Einfach gesagt, sie haben Schiss, dass die Leute den militärischen Aspekt ihres Programms erkennen. Wir machen einfach ein Feature darüber, ein 3-teiliges SpaceNet-Special oder so. Besorgen Sie uns ein paar Militärs, die als zivile Wissenschaftler durchgehen. Dann interviewen wir sie über das Allreinigungsprogramm. Wir speisen die Leute einfach mit pseudowissenschaftlichen Phrasen ab. Fragen Sie Lyle, er hat den typischen Forscherjob drauf, dann faken wir noch einen Live-Bericht von dem System in Aktion und fertig. Hallo alle zusammen, das kommende Semester ist der Picus. Achso, das hatten wir auch schon. Danke für Ihre Art Zusammenarbeit. Wir sind äußerst stolz darauf, dass Sie Ihre Freizeit für uns geopfert haben. Hast du den Typen von HR gesehen? Peter irgendwas jedenfalls. Oh mein Gott, hast du seinen Arsch gesehen? Lecker. Den würde ich nicht von der Bettkante stoßen. Komm zu Mama. Von Anne an Karen. Unsere Rolle... Okay, Standardspruch. Hey, Sie haben hinsichtlich der Anhörung in Washington alle großartige Arbeit geleistet. Für die Verteidigung der Werte, die wir hier bei Picus vertreten, war das ungemein wichtig. Laut einiger Analytiker und Wahlforscher verzeichnen die Pro-Regulationsparteien dank unserer Kampagne im Umfeld der Anhörung einen Zuwachs von 32 Punkten. Das ist so eine Trollfabrik hier eigentlich, ne? Das beschreiben die hier eigentlich ganz gut. Trollfabrik.
viel los. Zugriff gewährt. So geht's natürlich auch. Ja. Hi, wir haben endlich die Videos des Kerls, der behauptet, er könne Taggarts Verbindung zu augmentierungsfeindlichen Extremisten beweisen. War nicht einfach, sie zu beschaffen. Brian soll gleich mit dem Schnitt und den 3D-Modellen anfangen. Die Leute sollen wissen, dass der Kerl unglaubwürdig ist, bevor er über irgendeinen Sender geht. Wir müssen Taggarts Hoffnung auf eine friedliche Lösung unterstützen. Was denken Sie? Machen wir ihn zum Pornostar oder dichten wir ihm irgendwelche Drogenprobleme an? Schlagen Sie was vor. Eugene Franka. Aha, aha, aha. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich hier bin, wäre es wahrscheinlich einfacher, den Überblick zu behalten. Hier haben wir, glaube ich, einen Code jetzt, ne? Genau, 01, 01. Wir sind echt noch nicht groß weitergekommen, ja? Wir verlieren uns hier komplett im Klein-Klein. Wenn ich mal dran denke. Dass es eigentlich hier nicht vorwärts geht. Wegen Robert. Du hattest recht. Ich fürchte, er könnte ein Problem werden. Aus irgendeinem seltsamen Grund hat er plötzlich ein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Er ist ein guter Kerl und ich will nicht, dass ihm etwas zustößt, aber ich muss das einfach melden. Stella. Okay, das ist die großartige Arbeit. Hatten wir auch schon. Was haben wir hier noch Hübsches drin? Generic Upgrade Reload Speed. So. Dann hätten wir auch das. So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Wir sind da und wir müssen dort hinten hin. So, und wir waren hier lang gelaufen, um zu gucken, ob hier irgendwas ist, ne? Und wir... Whoopsie! Ich muss hier zwar nicht hin, aber... Das lief doch gut. Na toll. Hallo alle zusammen. Angesichts verschiedener Zwischenfälle in den letzten Monaten sind E-Mails ab sofort nur noch intern möglich. Alle Mitarbeiter mit einer Picos Confidential Adresse können ausschließlich innerhalb der Mail-Server von Picos Confidential Nachrichten versenden. Der Job, den wir hier machen, ist wichtig im Geheimen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Toll. Hallo Steve, die Redaktion hat mich gebeten, Ihren Beitrag über die zweite Weltaugmentierungsspiele zu überarbeiten. Nehmen Sie es nicht persönlich, da müssen wir alle mal durch. Bitte denken Sie daran, ausschließlich Formulierungen zu verwenden, die Ihre Sichtweise unterstützen. Ein Beispiel zur Verdeutlichung. Während ehemalige bzw. natürliche Athleten unterschiedliche Meinungen hinsichtlich augmentierter Athleten haben, scheint die breite Öffentlichkeit von den aufregenden neuen Möglichkeiten des Augmentierungssports begeistert zu sein. Nicht zuletzt deshalb kommt die Vorbereitung der zweiten weltaugmentierenden Spiele gut voran. Habe ich geändert in auf Ihre Meinung nach augmentierten Athleten angesprochen, reagieren viele ehemalige bzw. nicht augmentierte Athleten mit Verbitterung. Gleichzeitig scheinen Teile der Öffentlichkeit von den neuen Möglichkeiten des brutalen Augmentierungssports durchaus angetan zu sein. Doch trotz der gespannten Atmosphäre kommen die Vorbereitungen der zweiten Weltaugmentierungsspiele gut voran. Noch. Der Trick ist, nichts zu ändern, was tatsächlich gesagt wurde oder passiert ist. Es geht vielmehr darum, durch die Art der Präsentation Dinge zu implizieren, die so nicht unbedingt zutreffen. Aber keine Sorge, Sie kriegen das schon hin. Den Rest können Sie selbst überarbeiten. Wir kriegen ja einen Einblick in Agitation und Propaganda.
man lügt nicht, nein. Man stellt nur halt den Satzbau um. Und so vermittelt man einen ganz anderen Kontext. Hey, denkst du, Rikis Idee funktioniert? Gewalt auf dem chinesischen Festland. Mhm. Ja, wird schon funktionieren, wenn Ricky das sagt, hä? So. Muss ich hier eigentlich hin? Eigentlich nicht. Das ist einfach nur ein anderes Gebiet. Nochmal so ein Ding. Komm. Zugriff gewährt. Das wäre immer eindeutig zu knapp, Leute. Gut, der Weg wäre auch gegangen. Da gibt es nochmal einen Geheimgang. Oh, guck mal. Hier ist ein Powergenerator. Ist das der Glasboden hier? Ja. Ah, Spitfire. Okay, das haben wir natürlich alles kaputt gemacht. Wo sind wir hier? Ah, hier war... Hier war... Nee, hier waren wir nicht. Oh Gott, doch waren wir. Na klar waren wir da. Was ist das hier für ein Raum? Powergenerator. Mhm. Okay. Warum auch nicht? Hm.